Grüezi miteinander. Ich wollte mich schön vorstellen. Ich bin Adrian Rebstein, bin UFA-Berater in der Region Aargau. Ich stelle euch jetzt den Silo Mais vor. Also hier sehen wir wunderbaren schönen Mais, der schön hoch gewachsen ist. Da sieht man unseren Mitarbeiter, Hans-Kasper Küber. Das ist ein ganz kleiner Mann in diesem Mais. Und das müssen wir anstreben, dass wir unsere Silo können füllen im Herbst. Jetzt, was braucht die Kuh oder was brauchen wir für ein Mais, das in unsere Ration passt? Das eine ist mal eine Kuh. Was haben wir für ein Leistungsniveau? In welchem Laktationsstadium steht sie? Und was haben wir für eine Ration? Haben wir eine Ration mit viel Maisanteil oder haben wir eine, wo der Grasanteil höher ist? Und dementsprechend wollen wir auch eine Sorte Mais wählen, die dort die nie passt, auch genetisch und auch umweltmässig und ziliertechnisch. Was spricht für die Fütterung zu beachten? Das eine ist mal 1% mehr TS, entspricht 0,4% weniger Faserverdaulichkeit. Das heisst, wenn wir einen Mais haben, wo der Stängel schneller abreift, das ist zum Beispiel der Benedictio, wo der Stängel länger grün bleibt und Blattmasse, dann haben wir den Stegrin-Effekt. Und das ist wichtig, dass wir auch Restpflanzenverdaulichkeit haben. Was ist die beste oder die optimalste Erntezeitpunkt vom Mais, vom Silomais? Und da streben wir einen TS-Gehalt von 34-38% TS an. Das ist wichtig, es darf nicht zu trocken sein und es darf auch nicht zu nass sein. Das ist optimale TS-Gehalt. In Frankreich hat man eine Studie gemacht und so wie bei uns in der Schweiz auch, tut man eigentlich zu trocken silieren, den Mais. Also wir gehen bis 40% TS und das ist einfach zu trocken und das gibt noch ein Problem im Silo und auch beim Rausnehmen. Hier noch etwas von Restpflanzenverdaulichkeit. Da sieht man, wenn wir ab 35% und mehr sinkt der Zuckergehalt in der Silage und dann ist auch die Geschmackheit oder vielmehr die Fresslust der Kühe geht dort retour. Also wenn wir eine optimale Fressbarkeit oder Fresslust erreichen wollen, müssen wir unter 35% TS silieren. Es ist auch so, wir haben ja dann weniger Problem zum Noerwärmen im Silo, wenn wir ein bisschen tiefer TS-Gehalt isolieren. Dass wir haben hier zwei verschiedene Qualitätstypen. Der Qualitätstyp da ist eigentlich der, der einen Haufen Stärke bringt, der bei einer Ration besser oder geeignet ist, wenn wir einen kleinen Anteil Mais haben in der Ration. Und der Masstyp, das ist der, der einen Haufen Masse gibt, Blattmasse, Stängelmasse, der dicke Stängel hat, wo wir eigentlich können brauchen, wenn wir einen höheren Anteil Mais in der Ration haben. Die Häckselqualität, das ist immer ein gutes Omen. Die Kerne, die sollten einfach verletzt sein, dass die Kuh auch verdauen kann bis hinten raus. Und sonst haben wir einen Verlust, wenn wir jetzt hier sehen, was eingekreist ist, 5% unverdauliche Stärke. Das entspricht etwa 6 Franken auf Tonne Mais-Silage, die wir dann verlieren, also Verlust haben. Und da werden wir lieber in Fleisch und Milch umwandeln. Dann haben wir hier noch die passende Sortenwahl zu diesen verschiedenen Rationen. Also wenn wir eine maisbetonte Ration haben, dann müssen wir den Essig Glorius machen, der relativ einen hohen Anteil Restpflanzenverdaulichkeit hat, der auch Struktur bietet. Wenn wir eine ausgeglichene Ration haben, sehen wir hier verschiedene Sorten,
Der LG 31207, das ist einer im frühen Bereich, oder der 31245 im mittelfrühen Bereich, wo hier sehr gut geeignet ist, wenn wir eine Halb-Halb-Ration haben, wo halb Silo, Gras-Silo, halb Mais-Silo ist. Und dann haben wir hier noch Mais-Sorten, wenn wir einen grossen Anteil Mais-Gras haben in der Ration, wieder 31205, wo ein super Mais ist, der Haufen Stärke bringt, also Haufen Gehalt hat, und der 31272 ebenfalls. Da gibt es immer wieder Fehler bei der Konservierung. Und was haben wir da für Konsequenzen? Oder was machen wir da? Was tun wir da daraus lernen? Wenn wir das nass silieren, das ist eher aufs Gras bezogen oder auf Zuckerrübenschnitzel, dass wir einfach Buttersäuregärungen haben und Fühlingsbakterien fördern. Das ist da nicht, wo wir wollen, wo das Zeug von da von stinken. Wenn wir in einem Bereich Gras silieren oder auch Mais silieren mit 30-40% TS, haben wir es optimal rausgeholt. Wenn wir es trocken silieren, dann haben wir das Problem, dass wir Hefe und Schimmelpilze produzieren und zu wenig können verdichten und da das Zeug schimmelt und Probleme macht und warm wird. Jetzt noch ein paar Worte zu unseren Maissortenversuchen. Da haben wir vielleicht noch schön etwas zu der Grafik. Was wir hier links sehen, ist der Ertrag TS pro Hektar in Dezitonnen und auf der rechten Seite TS-Gehalt in Prozent. Das ist der Mais im Frühsort, im Frühbereich. Da haben wir den 31205, wie ich auch schon betont habe, dass das ein Top-Mais ist, der Haufen Stärke, Haufen Gehalt hat, ein bisschen weniger Menge, gegenüber dem 31207, der ein Massenmais ist, der Haufen Menge gibt, und die Silo voll werden. Im mittelfrühen Segment da haben wir unseren Gipfelstürmer, der LG 31245, der ein Top-Resultat gemacht hat über die ganze Schweiz, über alle Versuche, wo eigentlich ein Gipfelstürmer ist, wo man mit einem guten Gewissen darf anbauen nächstes Jahr. Im Sportsegment haben wir der 31272, der eine Top-Jugendentwicklung macht, der einen super Ertrag gibt und noch trockentolerant ist, also dort, wo es ein relativ trockenes Gebiet ist, ist der sicher am richtigen Ort. Dann noch schnell etwas zu unserem Top-Sortiment. Hier haben wir im Frühbereich der LG 31207, der LG 31205 und der KWS Caprilias. Im mittelfrühen Bereich haben wir den KWS Amarok, den KWS Benedictio und unseren Gipfelstürmer LG 31245. Im Spotensegment der LG 31272, der eine super Jugendentwicklung hat und trockentolerant ist, und der SI Glorius. Ich danke euch für euer Interesse. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne uns auf der Webseite oder hier sind auch unsere Telefonnummern von unserem Beraterdienst eingeblendet, uns anrufen und Fragen stellen. Besten Dank.